wenn ich in Power BI meine Datenfilterwerte einzeln im Bericht andrücken möchte, so gibt es eine Lösung, die ich nun vorstellen möchte. Willkommen zu diesem Video. Sehen wir uns das nun an einem Beispiel näher an. Ich habe nun einen Power BI Bericht geöffnet und habe hier exemplarisch einen Datenfilter. Dieser zeigt mir die einzelnen Monate an. Nun habe ich folgende Situation. Wenn ich eine Mehrfachselektion durchführe, so sehe ich nur Mehrfachauswahl, aber nicht die einzelnen Monate. Hier rechts habe ich eine Textbox, die mir aber diese einzelnen Filterwerte anzeigt. Wie man das macht, hierzu benötigt man ein eigenes Measure. Dieses habe ich Filterwerte genannt und muss sozusagen folgende DAX-Ausdrücke verwenden. Mit dem folgenden Ausdruck isFiltered kann ich nun prüfen, ob dieser Datumswert in einer Filterung vorkommt. Falls ja, verknüpfe mir mit diesem DAX-Befehl die einzelnen Werte über Values mit einem Trennzeichen. Dieser DAX-Ausdruck ist auch unter dem Video zu finden. Nachdem ich das nun hinterlegt habe, wähle ich als Visualisierung die Karte aus und gebe das Measure Filterwerte hinzu. Und wie man sieht, kann man nun ganz einfach mit Mehrfachselektion die einzelnen Filterwerte im Bericht darstellen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einen Kommentar. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Tschüss und bis bald.